Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin das Double Agent. So, ich habe mich nochmal reingesetzt. Ich habe nochmal rumgeguckt und habe gelesen, dass, wenn das passiert, man soll die Auflösung ändern auf eine nicht 16 zu 9 Auflösung. Das habe ich jetzt mal getan. Mal gucken, ob sich da jetzt was tut am Ende. Bin ich mal gespannt. Dann weiß ich auch noch nicht so ganz, ja, was ich machen werde mit dem Dings, ob es wie es heißt oder einfach so hochlade, wie es ist. Also groß Lust zum Resizen, dann wird das Bild ja auch eigentlich gestreckt. Das ist ja eigentlich auch jetzt nicht so ganz Sinn der Sache. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt wirklich, nachdem wir jetzt die Bombe entschärft haben, was kommt. Oder ob es wieder hängen bleibt. Oh! Sie kommen rein! Ich weiß es nicht. Auftrag erfüllt. Es geht doch. Weiter. Los, los, los! Alle auf den Boden! Du! Hände hoch! Sofort! Hi! Hi! Wir haben Kontakt fallen lassen! Wo zum Geier ist er hin? Wo ist er hin? Als ob er nie da gewesen wäre. Den Behörden zufolge stehen noch weitere Verhaftungen aus. Doch der Plan der multinationalen Verschwörergruppe, Atombomben in New York und Los Angeles zu zünden, wurde vereitelt. Sir, wir haben Fischer immer noch nicht gefunden. Wir können nicht gleichzeitig das Gebäude sichern und ihn suchen. Fischer hat absoluten Vorrang. Haben wir uns verstanden? Die Strafverfolgungsbehörden glauben, dass Massoud Ibn Yusuf hinter dem Plan steckt. Heute Morgen wurde er vom FBI auf einem kleinen Boot im Hafen von New York verhaftet. Massoud wollte die Anschläge zusammen mit einer einheimischen Terrororganisation namens John Brown's Army durchführen. Wir haben Mendes gefunden. Er liegt am Boden und hat keine Ausrüstung mehr. Fischer scheint ihn besucht zu haben. Wenigstens lebt er noch. Und jetzt finden Sie Fischer. Durchkämmen Sie die Gegend in einem Radius von 6 Blöcken und sehen Sie an den Docks nach. Er entkommt uns nicht. Mehrere Mitglieder der JBA wurden heute Nachmittag bei einer Razzia des FBI festgenommen. Der Berufsverbrecher und mutmaßliche Terrorist Carson Moss soll jedoch noch auf freiem Fuß sein. Sir, wir haben eine bestätigte Meldung. Er ist an Pier 16. Nein, Moment! Er läuft zum Fluss! Verstärkung ist unterwegs. Er darf auf keinen Fall entkommen. Wir haben das spaltbare Material sichergestellt und alle an dem Plan beteiligten Terroristen festgenommen, so der FBI-Sprecher Roy Daniels. Das verdanken wir den tapferen Mitarbeitern unserer Polizei und der Geheimdienste. Fischer, hier spricht das FBI! Stehen bleiben! Sie sind verhaftet! Er springt in den Fluss! Halt! Halt oder wir schießen! Zu spät! Er ist weg! Daniels fügte noch hinzu, dass jetzt, Zitat, nur noch kleinere Fragen geklärt werden müssen. Alles klar, jetzt läuft hier noch Musik, muss unendlich hier auch ein Abspann noch zu diesem Spiel. Und ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich habe ja am Ende nochmal anders mich entschieden und habe Lambert am Leben gelassen und habe dann, ja, vermeintlich eine schwierigere Variante gewählt, was dann allerdings doch am Ende wirklich gut geklappt hat, eigentlich. Und ja, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht, und ich habe ja den Tanker, den Dampfer, den Kreuzfahrtschiff habe ich ja auch ganz gelassen. Ich habe den einen Typen gerettet, statt ihn abzuknallen. Ich habe Lambert nicht abgeknallt. Und wenn das dann so richtig ist, die Voraussetzungen sind erfüllt, dann müsste jetzt eigentlich noch eine kleine Mission nach dem Abspann kommen. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal mega drauf gespannt. Die werde ich allerdings jetzt nicht direkt in diesem, ich nenne es jetzt mal Abspann-Part machen, sondern in einem weiteren zusätzlichen Part.
Und ja, weil ich nämlich die Auflösung doch wieder auf eine 16:9 Auflösung stellen will. Ist mir lieber. Weil ich würde hier den Abspann in einem hässlichen 4:3 sehen. Das heißt, rechts und links werden ein paar recht hässliche schwarze Balken zu sehen sein. Hab nämlich, ich werde das nämlich nicht strecken. Habe ich keine Lust drauf. Sehe ich eigentlich auch gar nicht ein, das zu machen. Hab das ganz am Anfang habe ich das mal gemacht. Allerdings eigentlich auch nur, weil ich weil meine Bildschirmauflösung das Spiel war in einer 4:3 Auflösung und ging auch in keine 16:9 Auflösung, von dem ich gerade rede. Und ich habe es aber immer gestreckt auf dem Bildschirm gesehen. Und deswegen habe ich das Video dazu auch gestreckt. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich jetzt auf jeden Fall auch nicht machen werde, ist nochmal über das Spiel herziehen. Das habe ich ja ausführlich in dem letzten oder dem vorletzten Part bereits getan. Ich frage mich auch, ob ich diese Musik hier rausschneiden muss oder drin lassen können. Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist eigentlich auch nur Gedudel, also. Es klingt nach Splinter Cell, von daher werde es mal ein bisschen leise stellen, aber wohl großen Ganzen drin lassen. So. Also der Abspann könnte nach meinem Ermessen jetzt ruhig sich langsam dem Ende entgegensehen hier. Da ich jetzt viel mehr gespannt bin darauf, was jetzt gleich noch kommt. Und ob es kommt. Also ganz bin ich mir da jetzt nicht sicher. Traut dem Spiel hier alles zu. Als mich ja schon so geärgert hat. Ach, das ist ja schon echt ein Hammer, dass ich das Spiel auf eine andere Auflösung stellen muss. Und zwar eine, die nicht 16:9 ist. Um hier das Ende zu sehen. Und den Abspann und alles. Ist schon irgendwie Hammer. So, jetzt sind wir Hammer doch nochmal über das Spiel hergezogen. So, ich glaube, das sieht nach dem Ende des Abspanns aus. Aber ich muss auch sagen, mir ist aufgefallen, man hat, dadurch, dass die Auflösung anders war, auch mehr oben gesehen von den Fenstern. Und vor allem, man hat die SWAT-Einheiten, die da einbrechen wollten, auch gesehen. Bevor sie durch die Fenster gesprungen sind. So, sehr schön. So, was haben wir hier? Einsatzziele, Primärziele, Bombe entschärfen, Profiziele, Quartiere nach persönlichen Informationen durch. Ach, das ist hier unser Abschlussbericht quasi. Quartiere nach persönlichen Informationen durch 3 von 5, ja. Fingerabdruck 2. Retina habe ich 2 von 4, oh. Ja, ich glaube. Bei der anderen Variante, die ich erst probiert hatte, hätte ich wahrscheinlich 3 von 4 Retina-Scans gehabt. Aber gut, passt. Drücken wir mal auf Weiter. Hier, NSA, der Balken ist voll. Lohnung, ja, passt. 14 Minuten 58. Oh, gut. Ich glaube, beim ersten Versuch habe ich auf jeden Fall länger gebraucht. Hacken erfolgreich 2. Ja, lauter schon. Bewertung minus 8. Ach, ich bin hier sehr rabiat vorgegangen und habe 17 Gegner getötet. Was haben wir hier sonst noch? Aber mal reingucken. Identifikation als Eindringling 4-mal. Ja, ich habe dann halt überhaupt nicht groß. Ja, 3-mal sind Grabmer gefunden worden, ja. Juckt mich nicht. USA, New York City. Da wird jetzt wohl dann doch jetzt noch dieses letzte
Kapitel endlich geladen. US Coast Guard. Ladevorgang. Spiel wird gespeichert. Das ist sehr gut. Das gefällt mir nicht. Der kommt zu spät. Der kommt nie zu spät. Vielleicht ist er aufgehalten worden. Aufgehalten worden, bist du bescheuert? Er so. Lässt sich doch die Übergabe nicht entgehen. Jetzt speichere ich hier nochmal so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder mit der gewohnten Auflösung. Vielen Dank fürs Zuschauen.